Es muss gleich explodieren. Leute, ich würde sagen, meine Kamera zeigt rot an, deswegen würde ich erstmal den Akku aufladen. Okay, Leute, die Kamera ist aufgeladen. Wir müssen uns aber ein bisschen weiter, es wird schon langsam dunkel. Denn heute ist der Tag, wo ich schon lange drauf gewartet habe. Denn heute werden Experimente mit diesen wunderbaren Farbpatronen hier gemacht. Ich habe auf jeden Fall ganz coole Sachen ausgedacht für euch. Wir wollen auch noch ein paar Pranks dann machen. Das wird aber nicht heute im Video sein, wenn ihr Bock habt auf Pranks damit. Zum Beispiel, dass ich die einfach in der Stadt irgendwie loslasse. Keine Ahnung. Dann lasst auf jeden Fall jetzt schon einen Daumen nach oben auf dem Video da. Ich würde sagen, ich zeige euch mal ein paar Experimente, die ich damit machen kann. Und ich nehme zur Not einfach nochmal die Kamera mit, falls die jetzt hier wieder ausgehen soll, weil die jetzt eben nur so 3 Sekunden geladen hat. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen in das Experimentstudio. Wie ihr seht, Leute, hat es auch vorhin hier noch geschneit. Ihr seht auf jeden Fall hier meine zweite Kamera. Hat es vorhin hier noch geschneit. Hier ist auf jeden Fall eine ganz wunderschöne Wasserflasche. Die werden wir auf jeden Fall gleich, da werden wir auf jeden Fall gleich was reinmachen. Und da hier drin auch. Außerdem habe ich uns noch was vorbereitet. Und zwar eine wunderschöne Schüssel voll mit Wasser. Und das alles hier im Schnee. Hier ist eine Schüssel Wasser. Da werden wir mal reintun. Mal gucken, ob das explodiert oder so. Ich würde sagen, Leute, wir zünden den Scheiß einfach mal an. Ach du Kacke! Ach du Scheiße! Der erste Test. Geht das Ding ins Wasser, Leute? Nee, warte, wir machen den ersten Test endlich ins Wasser. Erster Test, Leute. Stecken das Ding jetzt hier rein. Okay, Leute. Man sieht hier einfach gar nichts mehr. Das Ding ist jetzt hier in dieser Flasche drin und ich mache jetzt einfach mal den Deckel zu. Oh mein Gott. Wo kommt das raus? Das hat sich durchgebrannt! Oh mein Gott! Das hat sich einfach durchgebrannt! Alter! Das hält ja vor nichts halt! Okay, das mit der Flasche funktioniert schon mal nicht. Fahren wir mal ein paar härtere Geschütze auf. Okay, das Ding hat einfach das fucking Kunststoff durchbrochen. Deswegen würde ich sagen, packen wir das jetzt hier rein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist drin! Das wird jeden Moment explodieren, Alter! Ach du Scheiße! Es muss gleich explodieren. Es muss gleich explodieren, Alter. Alter, das Ding ist aufgebrochen. Oh mein Gott, das Ding ist aufgebrochen. Oh mein Gott, das ist aufgebrochen. Oh mein Gott, das Teil ist gerade aufgebrochen. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob wir das alles drauf hat. Weil die hat gerade irgendwie nicht mehr aufgenommen, aber... Okay, das Teil lag jetzt einfach gerade in dieser Schachtel hier drin. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ich hoffe es einfach so stark. Leute, guckt euch das an. Das hat das Plastik zerstört und das Glas. Das Glas ist komplett im Eimer. Diese Rauchbomben, damit ist nicht zu spaßen, Digga. Die zerstören ja alles. Die haben diese Flasche hier durchgebohrt und diese komplett, Alter. Krass. Ich bin gespannt, ob man das jetzt mit Wasser löschen könnte. Okay, Leute. Okay. Das ist ins Wasser reingelegt und scheinbar, ja, scheinbar geht es tatsächlich aus. Okay. Wasser tötet das Ding also. Also das Wasser stoppt es. Ja gut, ist klar, Feuer. Also diese Flasche ist komplett im Arsch. Scharsch. Das heißt, diese Rauchbomben gehen durch Glas und durch Plastik. Ja gut, das ist natürlich mega der Druck, der da sich auslöst. Aber Leute, ich würde sagen, Experiment ist geglückt. Ich hoffe, man hat das alles gesehen. Leute, wie ihr seht, habe ich jetzt noch einen. Die werde ich jetzt aber nicht anzünden. Die werde ich dann benutzen, um vielleicht an meine Drohne oder sowas dran zu hängen. Das machen wir aber an einem anderen Tag. Trotzdem, Leute, wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Ich mache jetzt einen Bottleflip mit meinem Wachs. Okay, Leute, das freut mich auf jeden Fall, dass ihr Twitter, wenn ihr mehr auf so kranke Scheiß habt. Morgen kommt ein richtig geiles Video online mit dem Sturm über dieser Stadt. Wirklich ohne Scheiß, es ist richtig eskaliert hier. Was wir alles gefilmt haben, ist wirklich, Tim, es ist teilweise wirklich schockierend. Es war unglaublich. Also es war wirklich, also Leute. Ich bin wirklich fast gestorben. Nein, ohne Witz, Leute, guckt euch das morgen an, morgen so gegen 18 Uhr. Leute, auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und der Hey Army, morgen ist Freitag, der beste Tag der Welt. Folgt mir auf Instagram, Twitter und haut rein, ciao.